Hey, wieder mal an alle Bra-Fans. Ja, gestern war die Live-Show in München. Und ich würde euch jetzt heute einfach gerne die Ausbeute zeigen. Das Video zur Live-Show kommt natürlich noch. Ich muss es nur bearbeiten. Und ja, das Bearbeiten ist so eine Sache bei mir im Moment. Ja, also die Live-Show war eigentlich recht cool. Ich habe coole Leute getroffen, aber es haben einfach viele gefehlt von Bensheim, die Helly, der Vincent, die Tanja. Ja, es haben einfach viele gefehlt. Die, das war mein Fuß, die Live-Show noch cooler gemacht hätten. Naja, also, ich zeige euch jetzt einfach meine Ausbeute. Und ja, als erstes habe ich mal so einen Bra-Katalog mitgehen lassen. Von 2014 ist der aber. Von 2015 gab es noch nichts. Komischerweise. Der ist einfach richtig riesig. Und ja. Er ist riesig. Ja, dann bei der Verlosung. Ich habe mir, denke ich, 5 Lose gekauft. Und ich wollte eigentlich nur Big Checks to Cash gewinnen, aber ich habe ihn nicht gewonnen. Und dann habe ich ihn mir einfach gekauft. Aber dazu später nochmal. Ja, ich habe auf jeden Fall diese 2 kleinen Bullyland-Pferdchen gewonnen. Die werde ich jetzt repainten. Und eine bekommt dann die Alessa. Aber sie sind eigentlich ganz süß. Ja, dann das erste Bra, das ich mir eigentlich gekauft habe. Da bin ich hineingegangen, dann habe ich ihn gesehen und dann habe ich mir gedacht, ja, why not? Und deswegen habe ich ihn mir gekauft. Ja, es ist der Argyle. Argyle? Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Es ist einfach das Ahorst, wie Alessa und ich immer zu ihm gesagt haben. Ja. Das Ahorst hat richtig coole Dapples, richtig coole Schattierungen, richtig coole Übergänge. Und das ist so braun-grau. Und naja, ich mag ihn. Ich finde ihn cool. Und ja, ich finde ihn ganz cool. Er hat 60 € gekostet beim Breyer Laden Stand, was die da auch immer hatten. Das ist seine Limited Edition. Und zwar ist er ein Flagship Dealer Special Run. Ja, das heißt, es gibt ihn nur in den ziemlich großen Breyer-Läden von Amerika. Okay. Der nächste, den ich mir gekauft habe, war Big Checks to Cash. Ich weiß nicht, ich wollte ihn eigentlich schon länger kaufen. Und dann bin ich halt dort gestanden und habe überlegt, ja, Big Checks to Cash oder Rainmaker. Ich weiß, ihr werdet euch jetzt denken, was, Big Check zu Cash ist ja voll nicht besonders, den haben so viele. Ja, aber das ist mir egal, weil ich weiß nicht, ich finde ihn irgendwie toll, also voll cool. Und ihn hat es eben zu gewinnen gegeben und ich habe ihn nicht gewonnen und dann habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich ihn mir einfach. Und ja, er ist total süß und schön und er hat 2 verschiedene Augen und ich bin froh, dass ich ihn mir geholt habe. Und ja, ich finde, er ist einfach ein schönes Pferd. Und er hat 43 € gekostet. Auch beim Breyer Laden. Und so mit deutlicher Schachtel dabei. Ja, und dann war ich eigentlich schon relativ am Ende und wollte eigentlich gehen. Also ich war eigentlich relativ fertig, weil ich wollte eigentlich wieder heimfahren. Und dann habe ich mich doch noch dazu entschlossen, den kleinen Baby-Set zu kaufen. Der war von einer YouTuberin, dessen Name ich jetzt leider vergessen habe. Ich dummes Kind. Sorry. Ja. Und das ist Baby-Set. Der ist zwar ein bisschen vermackt und verscheinimarkt, aber er hat 10 € gekostet. Und ich habe mir gedacht, 10 € ist er mir wert, der Kleine. Und dann kann er neben seiner Mami stehen und schön aussehen. Ja, und seine Schachtel war auch noch dabei. Er heißt der Cosmic One, wenn ich mich nicht irre. Also, das war meine Ausbeute. Sie ist kleiner als die, die ich sonst immer habe, wenn ich zu einer Live-Show gehe. Also, wenn ich nach Bensheim gehe. Aber das ist wahrscheinlich eh verständlich. Und ich hätte mir nicht gedacht, dass ich jetzt mit den Pferden heimkomme. Aber so war es nun mal. Und ja, ich fand's cool. Danke an alle, die mich dort unterhalten haben. Und ja, ihr wart
super. Und das war's von dem Video und tschüss.